Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Thüringen, Erfurt, Domplatz. Am 4. Juni 2014 war es soweit. Run, der Thüringer Unternehmenslauf. Die Wetterprognosen machten Sorgen. Doch gutes Wetter traf so pünktlich am Erfurter Domplatz ein, wie die rund 6000 sportbegeisterten Läufer aus 450 Unternehmen. Ein treuer Partner war und ist die Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Stimmen zum Event. Frau Wuttke, wie hat sich das WBG Zukunft-Team auf den heutigen Lauf vorbereitet? Vor 14 Tagen haben wir gemeinsam unser Lauftraining absolviert an den Stotterheimer Seen. Hier haben wir gemeinsam mit René Enders trainiert, der unsere Kollegen dahingehend unterstützt hat, dass Fitness gut tut. Und wir wurden hier begleitet von unserer IKK Classic mit dem Lauftraining als solchen, aber darüber hinaus mit Übungen, die das Laufen halt einfach angenehmer machen. Lauftechnik, Erwärmung, Dehnungsübungen, sodass einfach die Fitness und Gesundheit im Vordergrund steht. Und das haben sie wunderbar absolviert. 5 Kilometer standen auf dem Plan, das haben alle geschafft. Und natürlich haben wir das auch genutzt im Nachgang, um gemütlich beieinander zu sein und das zu genießen und dann eben auch uns ein bisschen in Stimmung zu bringen für den Tag heute hier. Als Laufpate für die WBG Zukunft war, wie im vergangenen Jahr, René Enders am Start. René, toll, dass du wieder Sportpate der WBG Zukunft geworden bist. Wie sieht es aktuell in deiner Sportkarriere aus? Ja, sportlich ist es so, dass wir im Moment uns richtig im Aufbau befinden. Die erste Saisonhälfte ist fast vorbei, die geht noch bis Ende Juni. Danach gibt es eine kurze Pause und dann beginnt die Vorbereitung auf die eigentliche Saison. Geht's los mit der Europameisterschaft bis hin zu den Weltcups und Anfang nächsten Jahres wieder die WM. Frau Köhler, was sagen Sie zur 100%igen Beteiligung der WBG Zukunft-Mitarbeiter? Das finden wir toll und wir finden das schon, dass seit Jahren sich die WBG Zukunft unglaublich engagiert. Und ich finde auch immer ein Stück weit zeigt sich in einem Unternehmen, wie gut man gemeinsam arbeitet, wenn man auch gemeinsam etwas in der Freizeit tut oder fürs Teambuilding. 19 Uhr, Startschuss. In Etappen starteten Profis und Freizeitsportler auf die 5000 Meter lange Strecke durch die wunderschöne Erfurter Innenstadt. Weitere Live-Stimmen. Herr Bausewein, weshalb ist Erfurt eine großartige Stadt für Sportbegeisterte? Ach, Erfurt ist generell eine großartige Stadt, ja, für Sportbegeisterte auch, vielleicht insbesondere, aber Erfurt ist die schönste Großstadt Deutschlands und Sportereignisse wie dieser Unternehmenslauf, die gehören einfach hierher. Weil es unheimlich viele Disziplinen gibt, die in Erfurt ausgeübt werden können. Da haben wir heute das tolle Laufen, aber wir haben natürlich auch Wahnsinnsradfahrer, wir haben tolle Leichtathleten, wir haben wunderbare Ballspieler mit dabei. Also da gibt es für jeden Geschmack etwas, es gibt Einzelsportarten, Mannschaftssportarten, also Erfurt hat da unheimlich viel zu bieten. Elfrich, beinahe 80% der WBG-Nutzer haben den Luxus, einen Fahrstuhl zu benutzen. Warum nehmen Sie ab und an das Treppenhaus? Ich denke mir, Sie haben doch gelegentlich mal die Einsicht, dass man nicht nur fahren sollte, sondern auch sich ein bisschen fit halten sollte, genau wie ich. Oder jedenfalls kommt die Einsicht dann mit dem Alter. Herr Stöckisch, wie stehen Sie zu dieser Veranstaltung und zur 100% Beteiligung aller WBG-Mitarbeiter? Also ich finde, das ist eine großartige Veranstaltung für Erfurt und auch für uns. Wir haben die Möglichkeit, uns hier in der Stadt zu präsentieren. Und das, was wir sonst auch sagen, dass wir für Erfurt stehen, das zeigen wir auch, indem wir uns wirklich bemühen, alle am Start zu haben, jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder in Bewegung. Das ist so ein bisschen unser Motto und das halte ich für sehr gut. Sport als Teamfindungsmaßnahme, als Möglichkeit, die Kollegen untereinander zu festigen, die Arbeit mit einem Highlight zu motivieren. Das ist der Anlass von denjenigen, die ihr Team hier angemeldet haben. Beschreiben Sie uns Ihre Eindrücke hier beim Unternehmenslauf. Ja, es ist eigentlich jedes Jahr wieder ein unheimliches Event, weil mittlerweile hat das so eine Masse und so einen Umfang bekommen. Ja. Es ist ein Event, was einfach dazugehört, was wir als Unternehmen jedes Jahr mitmachen. Und ich denke mal, es ist immer einfach wieder nur schön. Micha, du bist fast einer mit der Ersten gewesen, der hier durchs Ziel ist, trotz Handicap. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, nicht gesondert. Ich spiele ja Fußball, mache regelmäßig Sport, von daher ist mir das dann leichter gefallen. Und das Handicap, das stört eigentlich beim Laufen nicht wirklich. Nachdem der Run-Unternehmenslauf im Jahr 2009 begann, gab es eine Steigerung in der Streckenlänge und Teilnehmerzahl, wie es sich kaum jemand erträumen konnte. Chefs und deren Mitarbeiter aus Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Organisationen waren hochmotiviert und pushten sich gegenseitig auf dem Weg ins Ziel.
Willkommen beim nächsten Run-Unternehmenslauf im Jahr 2015 hier am Erfurter Domplatz. Sportliche Grüße von Ihrer WBG Zukunft EG, Ihrem Partner rund ums Wohnen mit mehr als 5000 Wohnungen in Erfurt. Caridio Image und Eventfilmproduktion.